dieser kleinen Fotoshow grüßt Kanukassel TV seine User, Zuhörer, Abonnenten aus der schwedischen Wildnis. Seit knapp 2 Wochen sind wir in den schwedischen Provinzen Dalsland und Färmland mit Segel- und Kanutrekking beschäftigt und ab und zu kehren wir in das wunderschöne Basiscamp, nämlich das Camp Grimsby am Stora Bör zurück, und hier haben wir bescheidenen WLAN-Anschluss. Und so kann ich während den Touren immer wieder die Ergebnisse, die medialen Ergebnisse, hier in erster Linie Fotos, online stellen. Videoclips unserer Schwedenreise 2015 werde ich später bearbeiten und online stellen, denn das ist während unserer zahlreichen Aktionen und Projekte hier kaum möglich. Außerdem lässt der eher bescheidene WLAN-Anschluss im Camp Grimsby am Stora Bör keine datenintensiven Videoclips hochladen. Aber das ist letztendlich auch egal, denn wir sind in erster Linie hier, um die Natur zu genießen, um wieder mal ordentlich Kanu zu fahren, um auf wilden Biwakplätzen zu nächtigen und einfach alles hier geil zu finden. Und unsere Foto- und Videoprojekte sind eigentlich nur das Nebenprodukt, wenn auch ein wichtiges. Seit dem Frühjahr 2015 reisen wir erstmals seit 30 Jahren nicht mit Campingbussen und großen Kanuanhängern durch die schöne Welt, sondern mit einem kleinen Wohnwagengespann. Und in diesem Wohnwagen befinden sich 3 Grabner Luftboote, wunderbar klein verpackt und gut zu transportieren. Und die sind hier und jetzt in Schweden bei unseren tollen Aktionen im täglichen Einsatz. Von zahlreichen Outdoor-Aktivitäten der letzten Jahrzehnte legen wir stets großen Wert auf bestes Material, sei es bei den Zelten wie hier einem Hilleberg oder den Luftkajaks von der Qualitätsfirma Grabner oder Trankia Sturmkocher oder. Natürlich kann man auch mit Supermarktprodukten draußen unterwegs sein, aber eben nicht so zuverlässig, wie wir es gerne wünschen. Wie in früheren Jahren sind wir auch bei unserem Schwedentrip 2015 schon etwas weiter ab vom Schuss, und wenn dann oder in diesen Situationen Zelte futsch gehen oder Boote platt werden, dann kann man schon in eine dämliche Situation geraten, und das können wir einfach hassen. Einsetzen schätzen wir freistehende Geodätzelte. Das sind Zelte, die man auch aufstellen kann ohne Heringe auf Felsengrund, die man lediglich sichert, indem man hier und da einen Stein als Ankerpunkt benutzt, weil in Schweden gibt es einfach keinen Humusboden, wo man einfach diese üblichen Alu-Heringchen in den Boden steckt und gut ist. Schweden wird deutlich verbessert und angereichert durch Samiras Sammelwut. Es gibt hier auf den Inseln der Seen einfach unglaublich viele Blaubeeren, die einfach gepflückt werden müssen. Natürlich haben Luftboote rein bautechnisch nicht so viel Innenraumvolumen wie Festschalenboote, aber es gelingt uns trotzdem, all unsere Biwak-Ausrüstung schön wasserdicht und ordentlich in unseren beiden Zweierkajaks Riverstar und Explorer 2 zu verpacken. Das gefällt uns. In
Interessanterweise haben Inseln für die meisten Menschen eine hohe Anziehung. So werden Urlaubsreisen auf alle Inseln dieser Welt rund um den Globus angeboten. Und sei es Mallorca, Madeira, Bali oder sonst was, wir ziehen die kleinen, namenlosen Inseln der schwedischen, skandinavischen Schären, der großen Seensystemen, den großen Urlaubsinseln einfach vor. Wir lieben die Urweltlichkeit, die Stille, die Einsamkeit, die Verrücktheit auf einer einsamen, namenlosen Insel wie Robinson zu Hause, in spartanischen Bedingungen, mit kaltem Seewasser zur Dusche, mit Müsli zum Frühstück, mit Fertigfutter, mit all dem, was man einbüßt, wenn man eben auf einer kleinen Insel haust. Das Spartanische, das Einfache, gefällt uns merkwürdigerweise genau deshalb, weil es so schön einfach ist. Meine Orientierungsfähigkeit auf dem Frankfurter Flughafen zum Beispiel ist eine Katastrophe, doch in der Inselwelt des Nordens verirre ich mich nie, auch ohne Navi und sonstige Firlefanz. Und im Grunde genommen ist das auch vollkommen wurscht, wo wir uns gerade befinden oder wie viel Uhr es ist. Wir können eh nichts verpassen. Wir verpassen keine Züge, keine Flieger, keine Termine, nichts. Wir leben zeitlos vor uns hin, bis irgendwann das Futter alle ist und dann müssen wir zusehen, dass wir zurückkommen in die Zivilisation. Etwas weiter und wild auseinanderstehenden Bäume unserer Biwak-Inseln eignen sich hervorragend zum Anbringen von Hängematten. Und Samira benutzt die, die sie vor kurzem von ihrem Freund Sven geschenkt bekommen hatten, die so schön, leicht und einfach auch in jedes Kanu passt. Wir benutzen übrigens nicht die käufliche Nahrung aus Globetrotterläden, sondern die von Aldi, Lidl und so weiter und die ist im Prinzip genauso gut. Bei meinen zahlreichen Outdoor-Reisen der letzten 50 Jahre habe ich mir angewöhnt, mit der Sonne schlafen zu gehen und mit der Sonne wieder aufzustehen. Dieser natürliche Rhythmus hat mir, meinem Körper und meinem Geist stets besonders gut getan und unterscheidet sich erheblich von diesem Alltag, in dem Wecker einen aus dem Schlaf reißen, in dem man genötigt ist, vollkommen gegen jeglichen Naturrhythmus zu leben und Hektik zu verbreiten. Da mein körperlicher Zustand nach schweren Unfällen Anfang dieses Jahrtausends sehr schlecht ist, benötige ich auf dieser Schwedenreise 2015 auch immer wieder Ausruhpausen, Liegepausen, da meine Beine nicht so wollen, wie ich will. Aber dann geht's immer wieder weiter. You.
von den Socken sind wir, als durch verschüttetes Spiritus plötzlich der Windschutz unseres bewährten Trangia-Sturmkochers anfängt abzufackeln. Sowas habe ich in 40 Jahren noch nie erlebt und mir scheint, das Zeug ist allmählich aus Made in China. Schwedenreise 2015 ist mit diesen Fotos noch lange nicht am Ende. Es folgen noch zahlreiche Videos und wir sind nur eine kurze Zeit im Basislager und warten dort auf den Chef einer saarländischen Outdoor-Firma, mit dem wir dann gemeinsam die Dalslandseen paddeln werden. Bis dahin, ciao!